Als ich vor 15 Jahren zum ersten Mal PoetInnen auf einer Bühne sah, war es für mich nicht weniger als eine Offenbarung. Die Vorstellung allein, mit meinen Texten etwas zu erreichen, Menschen zu begeistern, in der Poesie mit anderen verbunden, über Stunden und Tage und Jahre stehe ich dankbar und warm, getragen von Anfragen und Terminen, Textblättern und Händen, bereit zum Applaus. Von Netzwerken und Strukturen, Vereinen und Einzelnen, einer Szene, die wächst und noch lernt, sich ausdehnt und füllt mit den Versen und Zeilen, geprägt von denen, die gehen, noch mehr von denen, die bleiben. So vieles davon ist inzwischen Routine. Gerade rechtzeitig los, um den Zug noch zu kriegen. Schreiben in der Nacht und schreiben unterwegs. Schreiben gegen Widerstände, schreiben, wo es geht. Koffer rattern, Soundcheck und am Ende Applaus, Checkout um 11 und dann wieder nach Hause. Es geht immer um mehr als die 5 Minuten, die das Publikum sieht. Es geht um die Sehnsucht im Herzen, die zur Bühne hinzieht. Aber egal, wie oft ich vor Publikum gewinne, bleibt immer die kleine Stimme des Zweifels. Ob das reicht, ob gesehen wird, was ich mit den Texten meine, wie viel Arbeit und Herz und Fleiß, Zeit, Widerstand, Leistung, Verschwendung und stetige Begeisterung, wie viel Hoffnung und Wut, wie viel Sehnsucht und Mut in all unseren poetischen Herzen wohnt. Hinter jeder Minute auf der Bühne stehen mindestens 30 am Schreibtisch, 70 am Zweifeln, Hunderte auf den Gleisen, Verspätungen und volles Postfach, manchmal furchtbare Briefe vom Finanzamt. Inspirationen und Gespräche, unvernünftig lange Nächte, 15 Minuten duschen, hektisch nach Textblättern suchen, ankommen in Umarmungen, Backstage-Snacks und Aftershow-Bier, sich in einer neuen Stadt verlieren, vertraute Gesichter und immer wieder Geschichten, Impulse, Ideen. Ich pflücke sie aus den Sternen über dem Hotel, in dem ich schlafe. Finde sie unterwegs, wenn ich fast schon da bin. Ich höre sie in Gesprächen, fühle sie in einem Lied, Secondhand und Vintage, ein echtes LiebhaberInnenstück. Jemand küsst mir eine auf den Mund, auf einer lauten, vollen Straße. Manchmal passiert es mir, dass ich aufwache und eine einfach so da ist. Einen Preis zu kriegen, der das alles mit einschließt. Durchdachte und gewählte, weitreichende Lobpreisung, Anerkennung für das Ganze, aber auch für einen ganz alleine, eine Bühne wie diese, im Publikum so viele lässt staunen und ein bisschen begreifen, dass jeder Zweifel es wert ist, dass das für mehr als nur fürs Herz ist, mehr als eine Aneinanderreihung einzelner Abende Poetry Slam, kann mehr als ein Format sein, mehr als Oberflächliches im zeitlichen Rahmen, mehr als fixe Ideen und exzentrisches Gehabe, mehr als pseudopolitisches in sich reimenden Phrasen. Poetry Slam ist von allem ein bisschen. Von Subkultur bis ausverkauft mit tausenden Plätzen, nicht mehr als eine Möglichkeit, vor allem aber das, ein Zuhause für die Zweifelnden, die Worte und den Spaß. Nicht weniger als eine Offenbarung, auch nach all den Jahren, auf diesen Bühnen zu stehen, diese Menschen zu sehen, ihre Anerkennung, die offenen Arme. Ihr verdient nur das Beste, auch wenn ihr es oftmals nicht glaubt. Ich halte für euch meine Hände. Bereit zum Applaus. Wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen, liebes Publikum hier in der Elbphilharmonie und herzlich willkommen zu unserem diesjährigen Kampf der Künste Awards. Es ist mir eine große Ehre, durch den Abend zu führen. Ich bin eingeflogen worden aus einem sehr malerischen, schönen Ort, den manche von Ihnen aus Reiseführern kennen. Ich bin heute aus Neukölln eingeflogen worden, um Sie durch diesen Abend zu begleiten. Ich freue mich sehr, dass ich heute durch diesen Abend leiten darf, denn es werden ganz fantastische Künstler und Künstlerinnen auftreten, deren Fan ich auch bin. Es sind knapp 2000 Menschen unter diesem Dach heute zu unserem Award versammelt. Ich werde gleich ein bisschen was noch dazu sagen, was dieser Award für die Szene bedeutet. Liebe Elbphilharmonie, wir möchten aber trotzdem, wie bei jedem Poetry Slam, einmal antesten, und zwar für alle später auftretenden Künstler und Künstlerinnen, wie ein eskalativer Applaus in dieser Elbphilharmonie klingt. Wir haben einen Raum, der akustisch alles wiedergeben wird. Sie dürfen schreien, Sie dürfen klatschen, trampeln, Sie dürfen mit Ihren SitznachbarInnen werfen. Machen Sie Lärm, rasten Sie einmal aus für unseren 2024 Kampf der Künste Award. Ein Applaus für alle, bitte! Thank you.
Mesdames et Messieurs, Habibis und Habibtis, das klingt schon fantastisch. Das ist genau das, was wir nachher brauchen. Denn heute ist kein gewöhnlicher Poetry Slam. Wir möchten heute einen Preis verleihen. Einen Preis, den Kampf der Künste geschaffen hat. Einen Preis, wie ihn diese Szene längst schon verdient hat. Und als Opening Act haben Sie alle heute die Preisträgerin von letztem Jahr gehört, die den Preis mit ihrer Arbeit als Künstlerin auf den hunderten und aberhunderten Kilometern Schienen, in den Workshops, auf den Bühnen, der Theaterhäuser, der Bars, sich hart erarbeitet hat. Also bitte schicken Sie nochmal einen ebensolchen Applaus hinterher für Jule Weber, die unseren Abend eröffnet hat. Es ist kein gewöhnlicher Poetry Slam, aber trotzdem sollen Sie alle die Möglichkeit haben, heute zu werten auch. Wir werden einen Publikumspreis vergeben. Ich werde dazu später noch ein paar Worte sagen. Zuerst einmal aber zu diesem Award. Was ist passiert? Poetry Slam hat Mitte der 90er Jahre angefangen. In den schäbigsten Bars und Hinterhofkellern haben diese Künstler und Künstlerinnen teilweise Jahr aus, Jahr ein ihre Kilometer abgefahren mit der Deutschen Bahn und versucht, privat unterzukommen, um irgendwo auf die Bühnen zu kommen und dort auftreten zu dürfen. Es ist mittlerweile, sind es fast 30 Jahre, in denen die Künstler und Künstlerinnen versuchen, diese Szene Jahr ein, Jahr aus lebendiger, zeitgemäßer zu halten, aufgeklärter zu halten, intelligenter zu halten, poetischer auszuarbeiten. Jahr ein, Jahr aus versuchen sie, diese Szene weiterzuentwickeln. Diese Arbeit wurde nie richtig gewürdigt, bis die Szene durch Kampf der Künste, geführt von Jan-Oliver Lange und Elisa Fischer, es geschafft hat, einen Award zu installieren, der würdig ist, der zeigt, wir sehen eure Arbeit, wir sehen, wie viel Energie ihr als Künstler und Künstlerinnen Jahr ein, Jahr aus investiert, um diese Szene lebendig und schön zu halten und offen zu halten. Und deswegen bitte ich im Namen auch von Kampf der Künste nochmal für einen riesigen Applaus, dass wir das überhaupt hier heute machen können. Dieser Award ist verdient für die Szene und diesen Award haben die Künstler und Künstlerinnen, die ihn später bekommen werden, auch verdient. Einen Applaus nochmal bitte, dass es überhaupt stattfindet, dass wir heute Abend alle hier sind. Fantastisch. Ich kann Ihnen versprechen, es sind ganz fantastische Slam-Poeten und Poetinnen, die heute nominiert wurden. Wie das Ganze abläuft, werde ich im Verlaufe des Abends sagen. Wir werden insgesamt 5 Preise vergeben. Wir haben Laudatoren und Laudatorinnen, die diese Preise vergeben werden. Und ich möchte hiermit langsam in diesen Abend einführen. Als ersten Preis möchten wir einen Award verleihen, der ganz wichtig ist. Die Künstler und Künstlerinnen stehen auf der Bühne, sie kriegen den Applaus, aber im Hintergrund arbeiten so viele Menschen. Der erste Award, der heute Abend vergeben werden soll, ist für die Menschen, die in Hamburg Poetry Slam überhaupt erst wirklich möglich machen. Sie stehen zu Kampf der Künste, sie versuchen alles möglich zu machen, sie arbeiten Überstunden, sie trösten in den schweren Momenten, wenn es nicht funktioniert. Sie feiern mit uns, wenn ein Slam zeigt, was Poetry Slam 2023/24 kann, was überhaupt in dieser Kunstform passieren kann, wie man das Ganze umsetzt. Sie sind immer am Start und trotzdem stehen sie nie auf der Bühne und kriegen nie den Applaus. Deswegen möchte Kampf der Künste als erstes den Heldinnen-Award vergeben. Für Heldinnen aus Hamburg, die Kampf der Künste unterstützen und die Slams, die das ganze Jahr stattfinden. 70.000 Zuschauer und Zuschauerinnen hat Kampf der Künste jedes Jahr in den ganzen Häusern, die hier in Hamburg bespielt werden. Bitte begrüßen Sie unseren ersten Laudatoren auf der Bühne, der diesen Heldinnen-Award überreichen wird. Rasten Sie aus, applaudieren Sie eskalativ, liebevoll, dass dieser junge Herr nie wieder vergessen wird, dass er diese Bühne betreten hat. Bitte begrüßen Sie unseren Laudatoren, Hinnerk! Frohes Neues.
Ich bin seit über 10 Jahren als Künstler in Deutschland, Österreich, der Schweiz und ab und an auch im richtigen Ausland unterwegs gewesen. Ich schlief auf Isomatten und WG-Sofas, in Hostels und Mehrbettzimmern, Ferienwohnungen, Hotelketten, Pensionen, B&Bs, in runtergerockten Kaschem ohne Heizung, in 5-Sterne-Hotels mit freistehender Badewanne und einem Mann im Frack, der mir den Koffer abnehmen wollte. Aber nie, wahrlich nie in meinem Leben habe ich mich so wohl und zu Hause gefühlt wie in der Superbude in Hamburg. Egal, ob gerade Harley Days, Internorga oder Reeperbahn-Festival ist und man ein Bett im 6er-Herrenschlafsaal im A&O-Hostel für den Preis einer Junior-Suite im Atlantik bekommt, die Superbude reicht uns jedes Mal die Hand und gibt uns noch ein kühles Astra obendrauf. Egal, ob St. Georg, Altona oder St. Pauli, die Superbude steht für Betten aus Wolken mit Laken aus Seide und MitarbeiterInnen so freundlich, dass sie Engel sein müssen. Falls sich nun jemand fragt, ich kenne den jungen Mann, wohnt der nicht in Hamburg? Wieso mag er ein Hotel in Hamburg so gern? Nun, einst war ich auch ein Zugezogener und außerdem überlege ich seit geraumer Zeit, der Udo Lindenberg der Superbude zu werden. Schon einige Male schlief ich privat in der Superbude, seitdem ich in Hamburg wohne, ungefähr 8 Mal, plus die 2 Aufenthalte in Wien in der Superbude, wobei man auch sagen muss, dass ich mehr wegen des Hotels nach Österreich gefahren bin. Und natürlich unvergessen der eine Abend, wo ich einfach nur mit meiner Freundin essen gehen wollte und wir uns aus Jux und Tollerei ein Zimmer in der Superbude genommen haben und absolut alle aus dem Team dachten, ich würde einen Heiratsantrag machen, weswegen Sekt und eine wirklich beachtliche Menge Kondome uns im Zimmer begrüßten. Ich bin noch nicht verheiratet. Die Superbude ist nicht nur eine Institution, sondern auch eine Verbesserung der gesamten Stadt. Ich kann mir ein Hamburg ohne die Superbuden nicht vorstellen und ehrlicherweise will und Gott sei Dank muss ich es auch nicht. Wenn ich irgendwo einen Heiratsantrag machen würde, dann ja wohl in der Juliusstraße 1-7 in dem Zimmer mit dem Balkon mit dem Blick auf den Tanzkurs vom Altenheim. Liebe Superbude, ihr seid keine Unterkunft, ihr seid kein Hotel. Ihr seid für all die Slam-Poetinnen da draußen ein zweites Zuhause, das in Hamburg auf sie wartet. Ihr seid der Inbegriff von hanseatischer Gastfreundlichkeit. Ihr seid 24/7, 365 Tage im Jahr für uns und für all eure Gästinnen da. Und ihr seid die Helden des Kampf der Künste. Für euch ist es vielleicht nur ein Award. Für uns ist es eine Dankbarkeit, die nicht in Gold aufgegossen werden kann. Deswegen bitte ich um einen großen Applaus in Vertretung für alle Leute von der Superbude. Machen Sie Lärm. Rasten Sie aus für die fantastische Fenja! Vielen lieben Dank, Hinnerk, für diese wundervollen Worte und tausend Dank an Kampf der Künste für diese unglaubliche Auszeichnung und wirklich tolle Wertschätzung. Ich denke, ich spreche im Namen der gesamten Superbude, wenn ich sage, dass uns das alle wirklich sehr rührt und wir euch einfach immer wirklich gerne bei uns im Hotel begrüßen. Tatsächlich gibt es 2 Gründe, warum wir uns so über diesen Preis freuen. Zum einen beschreibt er natürlich diese wunderschöne Beziehung, die wir schon seit Jahren miteinander führen. Zum anderen setzt er meiner Meinung nach aber auch jetzt gerade ein sehr richtiges und wichtiges Zeichen. Denn wenn wir in Hamburg Richtung Sternbrücke und Molotow schauen, sprechen wir aktuell leider von Clubsterben und Kulturverdrängung. Und das nicht zuletzt durch die Entstehung von Hotels. Das macht mich nicht nur persönlich sehr traurig, sondern auch beruflich ziemlich betroffen. Denn was sollen wir mit den ganzen Hotels, wenn die kulturelle Vielfalt in der Stadt verschwindet und uns bald niemand mehr besuchen kommen will? Uns ist seit über 15 Jahren ein Anliegen, an unseren Standorten Kultur, aber eben auch Subkultur zu unterstützen und zu fördern, soweit wir es können. Was ich damit eigentlich sagen möchte und was ich finde, was dieser Preis sehr deutlich zeigt, ist, es geht eben auch anders und das Miteinander, Hand in Hand und nicht gegeneinander. Dankeschön. Thank you.
Florian Wintels ist eine Maschine auf der Bühne. Nicht nur durch seinen Charme, nicht nur durch sein Talent, sondern vielleicht auch vor allem wegen seiner fantastischen Frisur, die sich seitdem er auf der Bühne steht nur marginal geändert hat. Aber das ist ehrlicherweise auch egal, denn Flori beherrscht die drei großen Skills, um beim Poetry Slam erfolgreich zu sein. Gereimt, auswendig und sehr schnell reden. Manchmal spricht er sogar so schnell, dass er selber nicht weiß, was er gerade gesagt hat. Ist aber auch nicht so wild, man kann sich auch viel zusammenreimen. Haha, Reim, versteht ihr? Der vielleicht berühmteste Bud Bentheimer hat im Poetry Slam alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Nur ein Award fehlt ihm noch. Vielleicht schnappt ihr ihn sicher heute bei der Awardshow. Hallo. Ja, hallo. Auch da auch noch. Hallo. Hallo. Hallo, Ken. Ja. Ich habe mich total gefreut, als ich hier nominiert wurde für die Awards-Show, weil ich, also wollte immer mal hier auftreten in diesem Hamburg. Und ich habe aber festgestellt sehr schnell, dass alle meine Texte nicht gut genug sind für dieses Etablissement und wollte deswegen extra was Neues schreiben und bin deswegen extra auch nach Hamburg gezogen, einfach um die Stadt zu fühlen. Ich wohne jetzt seit 3 Wochen hier in der Superbude. Ja. Bin dann so während des Schreibprozesses, sag ich mal so, relativ zeitnah ins Nachtleben geraten. War doll, war auch schön, aber war auch doll. Und jetzt muss ich ganz ehrlich zugeben, ist mir auch ein bisschen peinlich, aber ich hab's nicht geschafft, diesen Text zu schreiben. Ich saß da, nackt, vor leeren Seiten, schrieb, hallo, 2-mal yeah. Und nein, doch leider fiel mir mehr nicht ein. Aber ohne Text hierher zu fahren, das kann man nicht riskieren. Ich begab mich in den Schneidersitz, fing an zu meditieren. Doch jeder Funke potenzieller wunderbarer Sachen erlosch sofort, wenn ich ihn versuchte zu entfachen. Worte, die mir Freunde waren, die ich seit ich klein bin kenne, tropfen von der Decke, rannen mir durch meine Hände. Sätze wurden Wirbelstürme, donnerten durch meinen Schädel, legten sich doch hinterließen nichts als endlos weite Leere. Ich hab beim Ideensuchen das Ende von Google erreicht. Hab 1000 Münder geküsst, doch keine Muse war dabei. Hab alle, die ich je gekannt, gefragt nach einem Ratschlag. Die Tipps waren dann teilweise so dämlich, ey, unfassbar. Und als Krönung kam auch von einer Ex von mir der Satz, ja, du schreib doch drüber, dass du keinen Text geschrieben hast. Und dann meinte ich so, top, nee, das ist ja genial, dann mach doch meinen Job, ja. Such dir eine Bühne, stell dich nach oben und dann bring tausende, hundert, mehrere Menschen zum Toben und dann fahre ich für dich zur Arbeit und dann lache ich mich schlapp. Ich kassiere ab oder backe irgendwas, sitze im Büro, unterrichte eine Klasse in einem Fach, ich spiele Schach und ich habe echt keine Ahnung, was du machst. Und dann erzählte sie mir alles, was sie so erlebt hat. Seit dem Tag, an dem ich Schluss gemacht und sie nicht mehr gesehen habe. Von Großem, was sie schaffte und so vielem, was sie sah. Und ich erinnerte mich plötzlich, wie verliebt ich in sie war. Und als der letzte Satz dann endlich ihre Lippen verließ, wagte ich noch einen Versuch. Und dann küsste ich sie. Und dann knutschten wir. Verfassungswidrig doll und überall. Unsere Zungen klebten an uns wie an frostigem Metall. Wir holten sie rein, all die verlorenen Zeit waren so unfassbar heiß. Kleider schmolzen uns vom Leib. Die Luft um uns verbrannte, dehnte außen auf einmal. Brach der Raum, in dem wir lagen, aus dem Haus, in dem er war. Ein ganzes halbes Dachgeschoss flog leise davon. Ein Oxytocin betriebener Heißluftballon. Doch kein Schrei erreichte uns. Egal wie wichtig und perplex das, was zählte, war das Jetzt. Und dieser richtig gute Dialog. Und als wir uns gesprochen, lagen Silben überall verteilt. Wir schmiegten uns ins Wolkenbett im Sinkflug auf die Wirklichkeit, stürzten kontrolliert und b***ten aus dem Himmel raus und setzten dann ganz sanft und sacht auf einer kleinen Insel auf. Alles war perfekt. Um uns war das Paradies, aber meinen Augen war das Wumpe, denn sie sahen nur sie, die viel zu lang vermisste. Die Schönste auf der Welt, sie nahm meine Hand und fragte, musst du nicht zur Elfi? Ach ja, scheiße, schrie ich, sprang ins Meer, jagte den vom Beischlauf wohnenden Körper durch die Wellen, schwamm und schwamm, nach ein paar Stunden hatte ich mir meine Seele aus dem Leib geschwommen, sah zurück, doch war bloß 50 Meter weit gekommen, ein Schwertfisch kam vorbei, ich hielt mich daran fest und er zog mich dann durch alle 7 Meere, erst war er nicht wirklich sehr begeistert, dann wurde er mein Freund und ich fragte ihn, wovon man unter Wasser träumte und er meinte, blub, blub, blub. Ich verstand ihn nicht, sah etwas am Horizont und brüllte Land in Sicht. Und er schwamm so schnell er konnte zum Strand, riss seinen Säbel empor, als wäre Mondo Duplantis und dann stach er in Land. Und locker aus der Hüfte schoss das Schwertfischkatapult mich nach oben in die Lüfte. Und ich flog über die Welt, über Kriege, über Frieden, vorbei am Eiffelturm, der großen Mauer und den Pyramiden, an fast allem, was es gab, in beinahe jedem Land. Meine Flugbahn war, ich sag mal, geografisch interessant und ich segelte und war von allem, was passiert, in einem noch nie gekannten Maße inspiriert. Das sah ich alles vor mir, jede Wendung, jede Szene, den kompletten Text. Doch gab es leider mehrere Probleme. Ich war unfassbar weit oben, nackt und auch sehr schnell. Und dann schlug ich auf am Boden.
Exakt vor dem Hotel, in das ich musste, so ein Zufall, rannte in mein Loft. Ohne Ende geniale Gedanken im Kopf, rollte den Papyrus aus, tunkte meinen Feder, Kiel in Tinte und nichts stand mehr zwischen mir und dem gesetzten Ziel. Doch bevor der Text auf dem Papier den Anfang fand, hatte ich wie aus dem Nichts ein Bier in meiner Hand. Und ich habe jede Zeile weggesoffen, mir richtig doll den Helm lackiert. Mit ganz lieben Menschen, die man leider nur sehr selten sieht, bin heute erst wieder aufgewacht, splitterfasernackt, 7:15 abends, mitten in der Stadt, rannte zur Location, riss von einer Kleiderstange irgendwelche Sachen, die mir zum Glück ausgezeichnet standen, stürmte in den Laden, brüllte, dass ich da bin, Spritstimme voller Laden und die Stimmung war geladen mit Hass und man stieß mich ohne Rücksicht auf Gefühle, trotz Übelkeit und Durchfall einfach mitten auf die Bühne und jetzt stehe ich hier und weiß nicht, was ich sagen soll. Die Texte von den anderen gleich sind alle richtig stark und toll, auch ich hätte so gern was verfasst, nachdem mir alle huldigen, doch jetzt kann ich nichts tun, außer hier stehen und mich entschuldigen. Bei den Organisatorinnen, den Leuten hier vom Laden, die jeden Stuhl per Hand und nur für heute gedrechselt haben. Bei allen an der Technik, die es nicht für nötig halten, mir trotz Mikro abzuschalten, meinen Eltern, die sich, wenn sie eines Tages sterben, jemand Neues suchen müssen, um die Reichtümer zu erben, bei mir selbst. Denn auch ich bin von mir unfassbar enttäuscht. Doch am wirklich allermeisten tut es mir leid für euch. Und ich hätte euch so gern andere Sachen gesagt, in wilde Welten entführt oder zum Lachen gebracht. Ich wollte sie euch zeigen, die 6 Minuten Wörter Gold. Ich hätte so gern exakt die Dinge gesagt, die ihr gern hören wollt. Ein Text, der alles besser macht, Balsam für die Wunden. Und ich suchte überall danach, doch hab ihn nicht gefunden. Gleich ist der Spuk vorbei. Ich trete wieder aus dem Licht in den Backstage-Bereich, wo da niemand mit mir spricht. Und morgen steige ich auf mein Pferd und reite wieder heimlich. Reite, bis ich da bin, und dann sitze ich am Schreibtisch und dann schreibe ich irgendwas. Denn bei dem Scheitern und dem Fluchen ist das Wichtigste bei Kunst, die trotzdem weiter zu versuchen. Und vielleicht ehrt ihr meine Ehrlichkeit, sonst schenkt euch den Applaus. Und wenn ich trotzdem nochmal kommen darf, dann denke ich mir was aus. Sorry. Julian Heu, Cheftrainer, Radiomoderator, Discjockey, Romancier, Slampoet und Lebemann. All das ist Julian Heun. Oder zumindest versucht er das zu sein. Wow. Als mittlerweile letzte Person, die in Berlin wohnt und dort auch geboren wurde, ist er all den Genüssen, die so eine Hauptstadt mit sich bringt, nicht abgeneigt. Ob um 2 Uhr nachts im Techno-Club als DJ, um Mitternacht als Fritz-Radiomoderator oder um 20 Uhr als einer der besten Poetry-Slammer des Landes. Julian Heun kann man gar nicht ausweichen. Das will man zum Glück auch gar nicht, denn er ist nicht nur ein wahnsinnig toller Künstler, sondern auch ein wahnsinnig guter Mensch. Nun für Sie, Julian Heun. Hi. Ich zeig euch kurz mein Gesicht hinten, dass ihr euch das merken könnt. So. Oben auch einmal. Okay. Das ist mein Hinterkopf. Habe ich heute für euch ein Lockenprodukt reingemacht extra? Hi. Ich habe mein Lieblingstext mitgebracht. Das ist ein Text, den habe ich für mich geschrieben. Und für alle anderen Menschen, die sehr feige sind. Der heißt Der Lastmann und der geht so. Da im Kopf, wo es keinen Boden mehr gibt, weil es nie einen Boden gab. Da im luftleeren Raum eines duftschweren Traums, hinter uralten YouTube-Videos, an die du nicht mehr denkst, hinter sinnlosen Rap-Texten von Bass-Sultan Hengst, hinter all dem, was nicht rein sollte und trotzdem immer drin bleibt, Telefonnummern von Eltern, von Freunden aus der Kindheit, hinter zertretenen Visionen und Crackspritzbestecken, noch weiter als weit und dann noch 6 Ecken da logiert, im Revier fast vergessener Blamagen, in Unterbewusstseins unterster der Tiefparkgaragen, der Lassmann. Der Lassmann lässt lässig mich allerlei lassen, was ihm zu verheißungsvoll scheint. Der Lassmann lässt letztlich mich alles verpassen, wozu er, das muss doch nicht, meint. Und so trägt er Schuld an dem Tod von Momenten, die nie zu Momenten geworden. Als nehme man Brot und wirft's zu den Enten, um beim Zuschnappen just sie zu morden. Der Lassmann sagt, wir haben doch alles. Ne Nase, 10 Haare und ehrlich. Vielleicht gibt's ja noch mehr Glück, doch im Falle des Falles ist ihm das dann auch viel zu gefährlich. Und Tag auf Tag grölt der Lassmann, dass es schrecklich schallt, bald bis rauf ins Gewissen.
Lass mal, pass mal auf. Nee, pass mal auf, du bleibst bitte, du gehst bitte nicht raus. Du bleibst bitte einfach sitzen, ja, du bleibst bitte einfach sitzen. Irgendwann kommt immer wieder Fußball oder deine Lieblingssendung, das Sommerhaus der Hurensöhne, das guckst du doch so gerne, wo der eine den anderen immer anschreit. Oder du bleibst, nee, bleib einfach sitzen. Du kannst auch ein schönes TikTok-Video kicken. Da zum Beispiel, wo die Ente in dem Pullover, der Katze auch in dem Pullover einen Streich spielt, ist doch schön. Lass mal. Du gehst mir bitte nicht raus. Du sprichst mir bitte keine Leute an. Was willst du machen? Leute ansprechen? Sag mal, hast du Lack gesoffen oder was? Willst du die Leute, weißt du, wer Leute anspricht? Massenmörder sprechen Leute an. Weißt du, was die Leute denken? Die guckt rüber. Na, sicherlich guckt die rüber. Weißt du, warum die rüber guckt? Die denkt, du bist ein Massenmörder. Und was willst du sagen? Hallo, guten Tag, hat sie schon mal Massenmörder angesprochen? Lass die Leute in Ruhe. Lass mal. Du musst hier mit deinem Klimawandel, reiß dich mal ein bisschen am Rahmen, Riemen. Weißt du, wer auch was gegen Klimawandel hatte? Die Dinosaurier. Und wo sind sie jetzt? Eben. Mach hier nicht einen auf Arche Obelix, mein Freund. Lass mal. Aber mach bitte mal erst einmal in Ruhe dein Studium zu Ende. Weißt du, was du insgesamt heutzutage überhaupt ohne abgeschlossenes Studium? Lass mal, mach das. Lass mal lieber nicht machen. Mach mal lieber keine Sachen. Lass mal lieber reine machen. Lass mal den da in Ruhe seine Pflicht machen. Lass mal die da. Die ist unantastbar. Mach mal erst mal deinen Master. Lass mal hier bleiben. Glaub, wir haben noch Gras da. Lass mal stehen bleiben, glaub, die Wolkendecke ist nicht so belastbar. Meine Oma sagt immer, du bist ja so vernünftig. Aber ich bin nicht vernünftig, sondern feige. Ich bin nicht vorsichtig, sondern feige. Ich bin nicht feige, sondern wirklich ziemlich feige. Verpasste Möglichkeiten ziehen wie Kunstfliegerformationen in einem Loser-L an mir vorbei. Und all die Frauen, die ich mich nicht anzusprechen getraut habe, ziehen in einer Reihe an mir vorbei. Und all die Eierköppe, die ich nicht Eierköppe genannt habe, ziehen in einer anderen Reihe an mir vorbei. Und dann küssen die Frauen die Eierköppe und die verpassten Möglichkeiten fliegen eine Herzformation darüber. Kein Applaus für Eierköppe. Und da im Kopf, wo es keinen Boden mehr gibt, weil es nie einen Boden gab. Da im luftleeren Raum eines duftschweren Traums, da sag ich, lass man, im Angesicht des Angstgesichts, du gammliges Schmandgericht, du stammelnd schiefes Schwanzgesicht, mir langt schlicht deine Ansicht nicht, wer sagt denn hier, ich kann das nicht. Lass mal, ich glaub all das da, das ist ganz machbar. Denn stell dir vor, du wärst ein Hase. Und dann versuch einmal zu fliegen. Fall mal richtig auf die Nase. Doch dann betrachte dich im Liegen. Denn nur wer schön verlieren kann, der wird mit Stil gewinnen. Selbst wenn du nur verlierst, na dann bist du ja noch schön darinnen. Oder wie Erich Kästner sagt, es gibt nichts Nices, außer man reißt es. Und ich denk, lass mal einfach das da heimlich machen, ja? Lass mal einfach richtig peinlich machen. Klar, lass mal das fahren, lass mal Spaß haben. Lass mal lieber losmachen, aufmachen, lass mal einen drauf machen. Lass mal richtig Bauch klatschen. Lass mal wie zwei Flauschkatzen verknäuelt zusammen aufwachen, nach tausendfachem Auflachen, Pausbacken aufmachen, Laufmaschen rauskratzen, aus Sauflachen, Klaujachten, Rauschtrachten, rausschmachend ausraschen, ausrasten, bis wir wieder aufwachen. Mach mal, weil dein Mazda gerade fast wie eine Palast war. Weil die Nachbarin plötzlich einfach nackt war, weil die Nacht da war grad so alabastern, dann ist es machbar. Das ist doch machbar. Das ist so machbar. Dankeschön. Paulina Behrendt. Dafür, dass sie in erster Linie Ärztin werden möchte und für sie das Ganze immer noch ein Hobby ist, ist sie über alle Maßen erfolgreich. Wieso genau sie sich für Literatur und nicht für Basketball oder expressionistische Malerei entschieden hat, werden wir nie erfahren. Das ist allerdings äußerst gut für uns, denn so kommen wir nämlich in den Genuss, ihre grandiosen Texte zu hören, die nicht umsonst zur allerersten Güteklasse der Spoken-Word-Szene zählen. Paulinas Texte sind ergreifend, ehrlich, mal witzig, mal ernst und treffen immer direkt ins Schwarze. Schon einige Tränen des Entzückens sind bei ihren Performances geflossen. Und so wird es auch heute passieren, bei den Poetry Slam Awards in der Elbphilharmonie.
Moin. Ja, jedes Mal wieder eine zitternde Stimme hier vorne, wenn man diesen Saal betritt. Wir kriegen das hin. Ja, das letzte Jahr war äußerst turbulent privat und eher krisenbehaftet. Und es ist anscheinend so, dass man häufig in den dunklen Zeiten sich die Frage stellt, was eigentlich wirklich zählt im Leben. Und dieser Text ist der Versuch einer Antwort darauf. Er trägt den Titel Atmen. Es war dieser Tag am Meer. Wir standen nur dort, Schulter an Schulter, Hand in Hand, schwiegen, vergruben die Füße im Sand. Ich liebe dich, hast du plötzlich gesagt. Stille. Warum ich nichts sage, hast du mich gefragt. Aber ich fühlte nur Wasser und Salz, den Sand und den Stein, den Boden, den Grund, die Ebbe, die Flut, die Welle, die Gisch, die Strömung bei Wind, die Zeit zerfloss, löste sich auf, war wie Wellen unter der Haut, mein ganzer Körper war auf einmal in Ruhe getaucht. Wir kaufen Brötchen am Sonntag und Croissants von der Tanke an der Straße, tunken Gedanken in Quark und noch warme Marmelade, legen uns die Karten, reden uns in Rage, lachen über Nachbarn, UNO letzte Karte, küssen uns die Wangen, flechten uns die Haare, verlieren uns in Geschichten, vergessen, wer wir waren. Du schneidest einen Apfel, ich lasse Wasser in die Wanne, wir liegen und lieben uns in den Armen, wir machen Urlaub zu zweit, mit dem Auto durch Deutschland, der Sommer ist regnerisch, selten sehr heiß, die Fenster vom Auto beschlagen. Wir rauchen nicht danach, wir essen Eis. Du nimmst immer Minze oder After Eight und ich frage mich echt, was schieflaufen muss, dass man das lecker findet, aber das ist nicht das, was zählt, sagst du. Ich weiß, dann lese ich die Gedichte vor, du hörst zu, irgendwann schläfst du ein. Worte und Texte, das war noch nie wirklich deins, aber das ist nicht das, was zählt, denke ich. Und die Zeit zerfließt. Löst sich auf, ist wie Wellen unter der Haut. Mein ganzer Körper ist auf einmal in Ruhe getaucht. Die Leute sagen, sie hat die Nase von dir. Aber ich finde, es ist ihr Blick, ihre Augen, vor allem ihre Neugier. Wir sammeln Kastanien, stecken sie mit Zahnstochern zusammen. Später schläft sie in unseren Armen aus dem Haus, macht sie eine Heimat. Vielleicht geht sie gerne zur Schule, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht schläft sie 8 Stunden pro Tag, vielleicht auch nur bei Licht. Wir kaufen Brötchen am Sonntag, decken den Tisch, sprechen kein Gebet, aber lesen ein Gedicht. Sie schaut uns in die Karten, redet sich in Rage, lacht aus dem Herzen, UNO letzte Karte. Du flechtest ihr die Haare, ich wische ihr die Tränen von der Wange. Beim ersten Schmerz, beim ersten Streit, beim ersten Liebeskummer. Wir machen Urlaub zu dritt. Mit dem Auto durch Deutschland und manchmal wünschen wir uns die Zeit zurück, als wir noch zu zweit waren. Aber das ist nicht das, was zählt, sagen wir. Und die Zeit zerfließt, löst sich auf, ist wie Wellen unter der Haut. Mein ganzer Körper ist auf einmal in Ruhe getaucht. Wir stehen winkend vor der Tür, Hand in Hand, ein bisschen weinend, starren dem Umzugswagen hinterher. Das Zimmer ist jetzt leer. Wir räumen um, wir misten aus, finden noch ein altes Stofftier. Weißt du noch? Du hältst es mir hin. Ich lache und weine im Wechsel, schiebe die Hände vors Gesicht. Du nimmst mich in den Arm und wir wünschen uns die Zeit zurück, als wir noch zu dritt waren. Irgendwann kochen wir Kaffee und kaufen uns einen Hund. Wir gehen spazieren, sagen ziemlich oft, ja, weißt du noch? Wir gucken Tagesschau und Tatort. Der Mörder ist immer der Gärtner und bei den Wienern versteht man kein Wort. Du kraulst mir noch immer Arme und Beine. Der Hund döst und schnarcht, wir suchen schon wieder die Leine. Und irgendwo verliebt sich eine junge Frau zwischen Sekt und Kakao in das Leben, wird erwachsen, wächst über sich hinaus und unsere Nächte werden kürzer, denn wir haben längst alles, was man braucht. Und die Zeit zerfließt, löst sich auf, ist wie Wellen unter der Haut, mein ganzer Körper ist auf einmal in Ruhe getaucht. Du hast Arthrose und ich komme die Treppen nicht mehr rauf. Du reißt mir die Hand, ziehst mich hinauf, ich küsse dich sanft auf die faltige Haut. Dann wird Asche zu Staub und ich stehe allein am Meer, hab mir ein Eis gekauft, Minze oder After Eight, ich weiß nicht so genau. Und ich denke, das ist das, was zählt.
Denn wir sind das Wasser und Salz, wir sind Boden und Stein, wir sind Boden und Grund, wir sind Ebbe und Flut, wir sind Welle und Gischt, sind wie die Strömung bei Wind. Und ich weiß noch, es war dieser Tag am Meer. Wir standen nur dort, Schulter an Schulter, Hand in Hand, schwiegen, vergruben die Füße im Sand. Ich liebe dich, hast du plötzlich gesagt. Warum ich nichts sage, das war deine Frage. Die Antwort ist, ich habe das ganze Leben gesehen und konnte plötzlich nur noch atmen. Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Abend, hochverehrtes Publikum, heute besonders hochverehrtes Publikum, ganz weit oben. Ich freue mich, hier stehen zu dürfen und die Laudatio zu halten auf unsere Ehrenpreisträgerin. Ein Ehrenpreis sozusagen, dass dies in diesen hochwürdigen Hallen geschieht, das in wohlgewählten Worten und in beinahe weihevoller Manier, das ringt mir ein Schmunzeln ab und den Wunsch nach einer Zeitmaschine. 20 Jahre zurück würde ich reisen und ihr zurufen, du glaubst nicht, was 2024 passieren wird. Sie würde vermutlich denken, dass ich schon wieder zu viel gekifft habe und sie hätte vermutlich recht. Die damals noch junge Poetry-Slam-Szene in Deutschland bestand aus einer Handvoll Menschen, die eine Art Straßenmusik machten. Nur ohne Musik. Und auch nicht auf der Straße. Wir hatten nichts außer unseren Gedichten und Geschichten. Und mit denen zogen wir von Stadt zu Stadt und traten in unzureichend ausgeleuchteten Kaschemmen vors Publikum. Doch manchmal wurde es plötzlich hell. Das passierte zuverlässig dann, wenn sie auf die Bühne trat. Ihre schiere Bühnenpräsenz fegte uns alle aus den Schuhen. Ihre Texte waren sprachlich brillant und sie changierte dabei scheinbar mühelos zwischen unfassbar lustig, ergreifend und fein beobachtet. Kein Wunder, dass sie hierin mein großes Vorbild war und ist. Da bin ich aber keine Ausnahme. Nora hat als Künstlerin eine ganze Generation Poetry-SlammerInnen geprägt. Das allein wäre ein Ehrenpreis schon wert. Doch sie hat auch von Anfang an Veranstaltungen organisiert, moderiert, mit anderen kooperiert und so die Szene vernetzt. Als ich 2004 ins Ruhrgebiet zurückzog und dort den ersten Poetry Slam in Bochum veranstaltete, für sie war es selbstverständlich, dass sie aus Bamberg angereist ist, um das Event zu unterstützen. Vor 50 Leuten für Fahrtkosten und Freibier und einen Pennplatz auf meinem WG-Sofa. Selbstverständlich ist unsere Ehrenpreisträgerin seitdem ihren Weg gegangen. Sie hat inzwischen zahlreiche Bücher veröffentlicht. Sie leitet das internationale Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg und sie ist zu Recht nicht unerfahren im Annehmen von Preisen. Sie gewann den Ingeborg-Bachmann-Preis, den Jakob-Grimm-Preis, den Else-Lasker-Schüler-Lyrik-Preis, den Joachim-Ringelnacks-Preis. Sie merken schon, die deutsche Literaturgeschichte verneigt sich vor ihr. Und da wollen wir uns als literarische Gegenwart nicht hinten anstellen. Nicht nur, weil sie sich weiterhin für Lyrik und Spoken Word einsetzt und ihr Werk bis heute beeindruckt, bleibt sie für die gesamte Poetry-Slam-Szene ein Idol. Auch wenn jetzt hier etwas mehr als 50 Leute sitzen, etwa 60 würde ich schätzen. Ich bin aber auch nicht gut in Mathe. Umso mehr freue ich mich, dass sie gleich auf die Bühne kommt und wir dann die Gelegenheit haben, mit ihr gemeinsam einen Film von ihr anzuschauen. Aber jetzt nehmt eure Hände zum Applaudieren, haltet sie bereit, denn hier kommt mit einem unfassbaren Applaus auf die Bühne unsere Ehrenpreisträgerin Nora Gomringer. Ich weiß, ich habe gesagt, ich würde nichts sagen, aber ich muss Danke sagen und ich mag es auch gerne sagen. Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Es ist die vierte
Gattung. Nach der Lyrik, der Prosa und der Dramatik ist Poetry Slam bzw. Slam Poetry, alle Texte, die Sie dabei hören können, die vierte und bisher von der deutschen Germanistik völlig unterschätzte Gattung. Das gilt es zu ändern und das tun die Damen und Herren auf diesen Bühnen in ganz Deutschland, unterstützt durch Sie, das Publikum, nun seit der Mitte der 90er Jahre in Deutschland und noch viel länger davor auch in der Schweiz und in Österreich. Wir sind in einer wunderbaren großen Familie quasi. Wir verstehen uns als Kolleginnen und Kollegen und das ist würdig und recht, denn wir sind es auch. Poetry Slam kann einen furchtlos, fröhlich und produzierend produktiv machen als Autorin und als Autor. Und das ist das Gute daran, es ist eine friedliche, produktive, kreative Tätigkeit und die wünsche ich eigentlich jedem. Ein gutes Hobby, gesund und verbindend. Dass einem dabei auch die Möglichkeit gegeben wird, zu kommunizieren, wirklich ein Du dem anderen auf den Kopf zuzusagen und ein Du zu empfangen, das ist die große, das große Wunder dabei. Und dass es gelingt, ist das noch viel größere Wunder. Ich bin froh, Ihnen einen Film zeigen zu dürfen, quasi statt meiner Dankesrede, die nun eh schon viel zu lange dauert. Dieser Film, den durfte ich gestalten mit der wunderbaren Filmemacherin Cindy Schmidt. Und dieser Film durfte mit mir durch die Welt reisen. Ich darf ihn zeigen und deshalb auch Ihnen hier ein bisschen lassen. Er heißt Trias. Film ab. Monolog. Ich habe Diamanten in deinen Rocksaum genäht, damit du Brot kaufen kannst. Ich habe das Schlaftier in den Rucksack gesteckt und ein Glas Marmelade dazu, aber psst. Ich habe deine Unterröcke unter das Laken gerollt, entpacken musst du sie schnell. Ich habe die Papiere in diese Tasche ganz unten gestopft, dass auch ja nicht, du weißt. Ich habe ein wenig Geld in den Mantel gestickt, vielleicht kannst du ja. Ich habe Großvaters Uhr in die Vase beim Fenster, sie sollen dich nicht aufhalten. Ich habe einen Stift in dieses Kuvert und einen Brief dazu gesteckt an den Onkel, gib ihn ihm. Ich habe den Stern von der Jacke abgetrennt, so ist es besser. Ich habe die Sterne alle verbrannt, jetzt ist jede Nacht schwarz. Mir scheint, ich habe alle Ratschläge ausgesprochen, denn ich habe keine mehr. Ich habe Diamanten in deinen Rocksaum genäht, aber psst. Und es war ein Tag und der Tag neigte sich. Und es war Stehen und es war Warten und es war eine Masse und es sah aus wie ein Meer. Und es waren Männer und es waren Frauen und es waren Kinder und es roch nach Leder. Und es waren Koffer und es war Dampfen und es waren Münder und es war das Wort. Und es war Stumpfes und es war Taubes und es waren Große und es waren Mäntel und es waren Hunde und es war Wimmern und es war Weinen und es war ein Zug. Und es waren Waggons und es war eine Rampe und es war Eile und es hieß hinein und es war Drängen und es war wieder Eile und es war Härte und es war der Ton und es waren Hände und es waren Blicke und es waren Minuten und es war Enge und es war kein Raum und es war bald Nacht und es war ein Scherz und sie waren wie Rinder und es war ein Riegel und es war ein Ruck und es war Fahren und es war keine Luft und es war Nacht und es war Zeit und es war zu lang. Und es war Flüstern und es war Raunen und es war Mutmaßen und es waren Fragen und es war Hitze und es war zu eng und es war wieder Weinen und es war ein Eimer und es waren vier Ecken und es war ein Geruch und es war eine Scham. Und es waren Stunden und es waren Stunden und es waren Stunden und es waren Stunden und es war Durst und es war Wirre und es war Sinken und es war Lehnen und es war ein müdes Gebet und es war trübes Wasser aus der Kelle und es war ein Ruck. Und es war ein Lauschen. Und es war eine Hoffnung. Und es war eine Sprache und es war ein Land. Und es waren Stunden und es waren Stunden und es waren Stunden und es waren Stunden. Und es waren Ahnungen und es waren Gerüchte. Und es war ein Feuer, das lief. Und es waren Fetzen und es waren Worte und es war sicher nicht wahr. Und es war ein Ruck. Und es war wahr. Und es war ein seltsamer Name. Au, Schw, Itz,
Wir hätten nicht mitgemacht. Bei dieser Sache hätten wir nicht mitgemacht. Wir hätten uns enthalten, wären zu Hause geblieben, bei den Frauen, den Kindern, den Häusern, den Herden. Wir hätten nicht Braun getragen und die Haare gescheitelt und diesen unvorteilhaften Schnauzer getragen. Wir hätten nicht Sieg gerufen und Heil gewünscht. Wir hätten nicht laut geschrien. Wir wären Swing-Tanzen gegangen. Doch halt, wir waren ja Swing-Tanzen und Boogie-Woogie-Frauen die Schultern werfen. Wir waren ja Shimmy- und Quickstep-Tanzen. Wir waren bei Nacht, wenn wir am Tag durch die Straßen jagten. Wir waren bei Nacht, wenn der Tag uns vor die Rohre laufen ließ. Wir waren bei Nacht, wenn die Essensmarken ausgespart hatten, waren bei Nacht. Wen wir nie an unsere Töchter ließen. Bei dieser Sache hätten wir nicht mitgemacht. Bis wir sahen, dass der Pfarrer und der Lehrer auch irgendwie mitmachten und die Frau, bei der wir ins Bonbonglas greifen durften. Bei dieser Sache hätten wir nicht mitgemacht. Ich sag dir, ich hätte keinem die Zahnbürste in die Hand gesteckt und hätte gesagt, schrubb die verdammte Wiener S-Bahn. Hätte nicht gesagt, nur einen Koffer und die Sachen kriegen sie wieder nach der Desinfektion. Hätte nie schneller, schneller zu den lahmen Alten und nicht du links, deine Schwester rechts gesagt, hätte nie dem Herrn Jakob ins Gesicht gespuckt, aber nicht gesagt, dass ich nicht unterschrieben hätte. Im falschen Moment, an falscher Stelle ein Kreuz, ein Ja angebracht hätte. Nicht gesagt, dass ich nicht einmal zu viel geschwiegen als einmal zu oft den Mund aufgemacht hätte. Nicht gesagt, dass ich bei dieser Sache nicht mitgemacht hätte. Irgendwie. Nicht gesagt, dass ich nicht mitgemacht hätte. David Friedrich. Wenn man Poetry Slam auch nur ansatzweise interessant findet, dann kommt man an ihm nicht vorbei. David Friedrich ist das Gesicht von Poetry Slam. Oder anders gesagt, wenn Poetry Slam ein Film wäre, dann würde Ryan Gosling David spielen. Ob Prosa, Stand-Up oder Lyrik, Dada oder Reimschemata, Jambus und Trocheus, das alles beherrscht der Tausendsasser bis zur Perfektion. Denn nicht nur seine Augen machen uns so sentimental, nein, vor allem sind es seine Texte, die uns berühren. Auch wenn es in ihm viel brennt, mal draußen, mal in dir, aber Hauptsache ist doch, dass es David gut geht. Sein Text Reparatur sorgte für einen der ehrlichsten Momente der NDR-Talkshow. Davids Offenheit gepaart mit seinem Charme ergeben eine liebenswerte Kombination aus all dem, was das Leben lebenswert macht. Und selbst wenn man ihn nicht mag, was selten vorkommt, kann man auf Instagram seinen süßen Hund sehen. Wow. Was für ein Video. Ich bin etwas emotional verwirrt. Es tut mir ein bisschen leid, was ich jetzt gleich sage, aber es sind alles so liebe Menschen. Wenn man häufig auf Poetry Slams ist, dann hat man das vielleicht auch schon mitbekommen. Auf Poetry Slams ist es häufig so, dass da junge, weiße Cis-Menschen so Weltverbesserer-Texte machen. So ein bisschen Texte, wo sie den Finger heben, mit dem Finger vielleicht auch zeigen, manchmal auch den Finger in die Wunde legen und so, ich sag mal, politische, gesellschaftliche und auch menschliche Missstände anprangern. Und auch ich habe schon einige dieser Texte geschrieben. Und da könnte man aber, ist mir dann aufgefallen, fälschlicherweise annehmen, dass wir Poetry SlammerInnen alle total gute, moralisch einwandfreie Menschen sind. Und das natürlich nicht so. Ich kann da jetzt nicht für alle sprechen, aber für die meisten. Und am besten kann ich natürlich über mich selber sprechen. Und deswegen folgt jetzt der schlimmste Text der Welt. Ich lasse mir eine Badewanne ein. Ja, ist schon mal ziemlich schlimm, ne? Mittlerweile geht's wieder, aber ist das schon. Ich lasse mir eine Badewanne ein und steig rein, doch nach 2 Sekunden gehe ich wieder raus, sie ist zu heiß. Ich warte lieber 3 bis 7 Minuten, halt den Fuß dann nochmal rein, doch nein, jetzt ist sie schon lauwarm, fast kalt. Das waren jetzt 150 Liter Wasser. Einfach so, auf den heißen Stein und dann nochmal 150 Liter Wasser, weil ich nach dem Baden ja immer nochmal dusche. Und das ist echt nicht cool, ey. Und ich schwöre, ich habe schon ungelogen 30 Mal in der Bahn gefurzt und es auf meinen Hund geschoben. Ich habe schon wieder was bei Amazon bestellt. Ich bin der schlimmste Mensch der Welt.
Ich höre beim Sex Philipp Poisel. Ich bin der schlimmste Mensch der Welt. Ich habe mal vergessen, meinem Bruder zum Geburtstag zu gratulieren. Und dann kam er vorbei und hat mich besucht und ich wollte ihm zumindest irgendwas Tolles schenken. Und dann habe ich in der Wohnung gesucht und habe so einen Gürtel gefunden, den ich noch nie getragen habe und auch gar nicht weiß, wo ich den her habe. Und dann habe ich ihn dem geschenkt und er hat sich richtig toll gefreut und meinte, es ist total toll und auch witzig, weil der Gürtel sieht ja dem Gürtel, den er mir vor 2 Jahren geschenkt hat, schon super ähnlich. Und dann haben wir beide gelacht, weil die sahen sich wirklich so ein bisschen 2 verschiedene Gürtel, ob du mich verstanden hast. Ich habe mal gesagt, ich sei Corona-positiv. Dabei war ich gar nicht positiv. Ich hatte nur keinen Bock. Ich habe meinem Arzt gesagt, dass ich nicht rauche, obwohl ich ab und zu rauche. Ich habe im Supermarkt alle Papayas angefasst, aber keine gekauft. Ich pinkel auf Festivals nachts an dein Zelt. Ich bin der schlimmste Mensch der Welt. Ich habe heimlich das Netflix-Passwort umgestellt, um dir passiv mitzuteilen, du schuldest mir noch Geld. Ich bin so schlimm, ich muss sogar auf mein Textblatt gucken. Ich habe das gar nicht richtig auswendig. Hier. Schlimm, schlimm, schlimm. Keine Sorge. Ja, ich bin konfliktscheu und war auch schon mal nicht treu. Ich bin an manchen Tagen wirklich der schlimmste Mensch der Welt. Ich habe damals bei meinem BAföG-Antrag gelogen. Ich habe von meiner dementen Oma doppelt Weihnachtsgeld bezogen. Ich habe meinem Zahnarzt gesagt, ich benutze täglich Zahnseide. Ich habe ihr gesagt, ich liebe ihre Verwandten, aber ich mag keinen. Ich spreche mit meiner Therapeutin den ganzen Tag lang über meinen Vater, aber das Gespräch mit ihm selbst suche ich nicht. Ich liebe meine Mutter, aber manchmal ist sie zu viel für mich. Ich habe meinem vegan lebenden Bruder mal einen Sellerieschnitzel gemacht und er war außer sich und hat gesagt, das sei das beste Sellerieschnitzel, das er jemals gegessen hätte. Er hat sich so gefreut darüber und da habe ich mich einfach nicht getraut, ihm zu sagen, dass ich es mit normaler Butter angebraten habe. True Story. Ich habe mal vor ein paar Jahren meinen Kumpels erzählt, dass ich mit einer Frau geschlafen hätte, obwohl ich in Wirklichkeit mit der Frau nur geknutscht habe. Ich habe mal beim Sex mit meiner Ex an eine andere gedacht, aber danach beim Sex mit einer anderen wieder an meine Ex, also geht sich das aus. Ich habe im Urlaub mal so getan, als ob ich kein Deutscher wäre, sondern ein Däne, weil ich nicht wollte, dass die Leute am Pool, die auch deutsch sind, mich dann ansprechen auf Deutsch. Und das lief auch super, bis einer meinte, Store, jeg er öxer dansk. Das war unangenehm. Ich habe schon wieder einen meiner Bluetooth-AirPods verloren. Mir neue gekauft und 2 Wochen später wieder einen verloren. Aber diesmal den anderen. Also hatte ich jetzt wieder ein paar. Nur funktionieren die nicht gemeinsam, sagt der Apple-Mitarbeitende, weil sie aus verschiedenen Generationen sind. Die verstehen sich nicht. Die können nicht miteinander kommunizieren, weil sie aus komplett verschiedenen Zeiten kommen. Also habe ich mir wieder ein neues Paar AirPods gekauft. Ich bin gerne Sklave des Kapitalismus, wenn ich im Gegenzug dafür kabellos und mit sehr, sehr schlechtem, sehr, sehr schlechter Qualität telefonieren kann. Seit Jahren werde ich zynischer. Wahrheiten werden so gemütlicher. Ich bin manchmal wirklich der schlimmste Mensch der Welt, doch ich arbeite daran und bin endlich ehrlich zu mir selbst. Ich trage meinen Sarkasmus wie einen Mantel, der nach außen sehr, sehr schick wirkt, aber das Innenfutter ist tiefste Enttäuschung. Aufgeplatzte Nähte und lose Fäden ziehen mich mühsam Schritt um Schritt. Ich suche den höchsten Punkt in der Map und genieße meine Aussichtslosigkeit, mein pathetisches Dilemma, mein fabelhaft ausgefülltes und traurig traumabeladenes Leben. Ich breite all das Schlimme in mir vor mir auf dem Tisch aus und betrachte es, wie es da liegt, wie Mikado-Stäbchen liegen sie aufeinander und meine wackelnden Hände versuchen, das dünne, zittrige Holz aufzulesen, um dann damit die frustrierenden Reste zwischen den Zähnen hervorzuholen. Ich liste meine Sünden auf, spreche sie zu euch hier in dieser heiligsten Kirche. Ihr sollt mir keineswegs vergeben. Es tut nur, und das meine ich auch ehrlich, extrem gut, einfach mal drüber zu reden. Vielen Dank.
Dominique Macri. Wenn Dominique Macri die Bühne betritt, dann hält der ganze Raum den Atem an. Ihre Bühnenpräsenz, ihre Sprachgewalt, ihre Themenwahl eröffnen neue Räume, denen man sich nur schwer entziehen kann. Mit Meinung, Haltung und aufrechtem Gang nimmt sie sich Sujets an, die schwer zu behandeln, aber doch so wichtig sind. Dominique ist ein Sprachrohr für die Nichtgehörten und die Vergessenen. Wäre sie Kabarettistin, würde man wahrscheinlich schreiben, sie legt der Gesellschaft den Finger in die Wunde. Aber das ist sie nicht. Sie ist Dominique Macri und Autorin mit ganzem Herzen. Und all das spricht für ihre Performance heute in der Elbphilharmonie. Verehrtes Publikum, Dominique Macri. Uff, so schön hier zu sein. Das ist ein bisschen verrückt. Ich finde, wenn man hier steht, dann das ist ein bisschen wie wenn man in so einem Walfischbauch drin ist. Und noch mit so ungefähr 1800 Glühwürmchen. Seht ihr, was ich sehe? Oder? Schön, dass ich da sein darf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich war das wirklich ein wildes Jahr, ein verrücktes Jahr. Ein Jahr, in dem so viel, an das wir geglaubt haben, irgendwie gewackelt hat. Und der Boden, auf dem wir zu stehen meinten und den wir für sicher hielten, wackelig geworden ist. Und die Dinge, von denen wir dachten, die sind weit weg, die sind näher gerückt. Und ich glaube, in solchen Zeiten, in denen ja, das Alte nicht mehr gilt und das Neue noch nicht geboren ist, da braucht man Dinge, an denen man sich festhalten kann und die einem Mut machen. Und ich denke, für uns hier, für uns sind das die Gedichte und die Sprache. Und wenn wir schreiben, und das hat Nora schon so schön gesagt, dann sind wir furchtlos, dann vergeht alles um uns rum und dann vergessen wir alles und alles wird dunkel und ein Walfischbauch mit lauter Glühwürmchen drin. Und für meinen Sohn zum Beispiel sind das Bälle. Wenn ein Ball da ist, dann ist alles gut. Und ich glaube auch, dass Menschen sein können, die uns Mut machen und die wir lieben. Und für mich ist eben einer, der sitzt da oben, das ist mein Sohn, und der hat mir immer Mut gemacht. Und deswegen, auch damals ist er schon vierwöchig, habe ich ihn in den Bunker reingeschleppt, hier in Hamburg. Das fand er, glaube ich, nicht cool, aber er ist immer noch da und sagt immer noch, du schaffst es schon. Deswegen ist heute für dich, Noah, und für euch natürlich auch ein Mutmachgedicht. Îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu? Das lehrte meine Mutter mich. Ein Schutzgebet und Mutmachgedicht. Es sagt, so klein ich auch bin, ich kann Großes schaffen. An mich selber glauben, mich auf die Reise machen, meine Stärke spüren, dahinter stehen, herzhaft scheitern und weitergehen. Ich habe 1000 Ideen, brauche nur Mut, sie zu füttern, sie rauszulassen, damit sie im Kopf nicht zerknittern. Ich erinnere mich gut an das erste Mal, als ich das in mir spürte. Ein Junitag, an dem ich oben auf einer Rutsche saß, die sicher so 8000 Meter maß. Ich habe Angst, Bilder weg. Fühl mich winzig und schwach, da sagt meine Mutter, hey, mach doch einfach. Genau jetzt sind wir hier, nicht eben, nicht gleich. Manchmal gibt's nur die eine Gelegenheit. Seitdem saß ich so oft ganz oben auf Rutschen, vorm Physikabitur oder vorm ersten Mal knutschen mit dem Herz in der Hose, dachte ich immer, das war's. Doch blieb ich immer ich, egal wer vor mir saß. Wenn du etwas liebst, dann wirf dich hinein. Was die anderen sagen, ist so Latte wie Chai, du willst Autos schrauben und Mathe studieren. Sie sagen, Mädchen sollen lieber Torten verzieren. Du willst tanzen und rosa Einhörner reiten. Sie sagen, Jungs fahren Porsche. Und jetzt hör auf zu weinen, lass sie reden. Und folge dem Ruf in dir drin, das ist kein Vogel, glaub's mir, das ist dein inneres Kind. Und wenn es eine Sprache spricht, die du nicht verstehst, dann lern sie. Vielleicht ist es das, worum es geht, von Tiermedizin bis Elektrochemie, Quantenphysik, Psychopathologie, geobotanische Physiologie, akute Panik und Neophobie. Man versteht erstmal nur Bahnhof. Das ist wie sprechen mit Tieren. Doch halt die Rätsel zu lösen. Immer mehr zu kapieren, vom Großen ins Kleine, wie beim Mikroskopieren, das kitzelt im Kopf, wird profunder und bunter, ein bisschen wie Rutschen in eine Welt voller Wunder.
Bla, 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 sagst du. Leichter gesagt als getan. Es bleibt verdammt nochmal schwer, etwas Neues zu wagen. Wie oft stand ich starr vor weit offenen Türen. Bin aus Angst zu versagen lieber draußen geblieben, lieber den Kopf in den Sand, als es auszuprobieren. Ja, es gibt nichts, was hilft. Was diesen Schritt für dich leicht macht. Nur eine Stimme im Herzen, die sagt, mach doch einfach. Und was sind denn Ideen? Wenn nicht Bilder im Raum, sie sind hier und da. Man muss sich nur mal umschauen, die Augen weit öffnen und nach ihnen greifen. Die Türen erkennen und sie einfach durchschreiten. Gedichte sind auch nur neu geordnete Worte. Zwei Früchte gekreuzt zu einer neuen Sorte. Erfindungen sind ein Ergebnis aus allem, was man vorher schon wusste, nur aus der Reihe gefallen, weitergedacht und neu kombiniert. Jede Innovation war erstmal Fantasie, also auf. Lass es fließen. Begeister dich wie ein Kind, das zum ersten Mal Eis probiert. Sei Feuer und Flamme. Sei das, was du liebst, denn wenn du liebst, was du tust, dann wird es größer als du, dann wird dein Körper ein Fluss, eine Sprache, ein Schiff auf einem Meer, das wild und wunderbar ist. Und mach Fehler. Mach viele davon. Ja, so viele wie geht. Nur so lernt man laufen, auch quer durchs Beet. Nichts ist eine größere Bremse als die Angst vom Scheitern. Fall leidenschaftlich hin und mach ebenso weiter. Und wenn du dich fürchtest, auf der Rutsche, weit oben, hab all jene im Herzen, die darin wohnen. Wir sind Kinder von vielen, verwandt mit der Welt. Wenn du Angst hast, dann denk an all das, was dich hält, das Fundament deiner Ahnen bis hierhin, wo du bist. Tu vom Mare, geciosen mig. Du hast Millionen im Rücken. Eine Linie aus Licht und dann mal eine Krone auf ein Blatt, winzig klein. Steck es dir in die Tasche. Lass dich Königin sein. Denk dir Wurzeln und Flügel. Und wenn es dir gefällt, denk dir, mach doch einfach, denn deine Ideen verändern die Welt. Dankeschön. Wenn Letizia Wahl auf der Bühne steht, dann nimmt sie nicht nur diese ein, sondern füllt mit ihrer Präsenz den ganzen Raum. Egal ob herrlich absurder Quatsch oder ernste Kurzgedichte, längere Lyrik, schwere Themen und Leichtigkeit. Letizia nimmt sich eines jeden Themas an, doch sie palavert dabei nicht oder verklausuliert. Sie malt mit ihrer Stimme und ihren Worten jeden Abend ein Gesamtkunstwerk, vor dem man atemlos steht und sich denkt, das kann ich nicht. Und da die reine Sprache nicht reicht, tritt sie auch als Musikerin und Stand-up-Comedienne in Erscheinung und auch auf dem Fußballfeld changiert sie elegant zwischen Blutgrätsche und Torschuss. Nur über ihren Programmtitel Du hast die Wahl müssen wir trotzdem noch mal reden, aber das können wir auch nach der Show machen. Hi, ja, ich bin Letizia. Ich freue mich, hier zu sein, kurz für mich als Info und aber auch für euch. Ich werde jetzt kurz ein bisschen über mich und meine Arbeit erzählen und dann ein freches Gedicht vortragen. Und das ist der organisatorische Ablauf. Habt ihr bis hierhin Fragen? Nee, spitze, dann kann es ja direkt losgehen. Und zwar, wenn ich nicht auf der Bühne stehe und Texte vortrage, dann gebe ich Workshops im kreativen Schreiben und Performen. Und diese ganze Arbeit basiert eigentlich auf einem Glauben. Und das ist der Glaube, dass Sprache etwas total Heilsames und Verbindendes hat. Ken hat das vorhin auch ein bisschen erzählt. Und was ich bei den Workshops immer versuche zu vermitteln, ich glaube, jeder Mensch hat eine Sprache. Bei mir geht es halt ums geschriebene Wort, aber Musik oder Tanzen ist für mich auch Sprache. Was ich den Menschen versuche zu vermitteln, dass sie eigentlich Schwämme sind, dass sie nur rausfinden müssen, wie sie sich am besten ausdrücken können. Und jetzt weiß man, warum mein Programm Du hast die Wahl heißt. Naja, und das Schöne ist, ich gebe natürlich viel Kraft rein in diese Workshops, aber ich bekomme auch oft sehr berührende und manchmal sehr witzige Sachen zurück. Ich weiß noch, ich habe einmal einen Workshop mit 8-Jährigen gegeben. Und die erste Aufgabe, um ein bisschen reinzukommen, ging darum, dass man Gegenstände im Raum vergleichen sollte mit dem Thema Liebe. Und der Junge hatte so überhaupt keinen Bock, jetzt irgendwas zu machen und guckte mich einfach nur so an und meinte so, Letizia, er hat eine Tasse gesehen. Die Liebe ist wie Kaffee. Wenn du es zu lang stehen lässt, schmeckt scheiße. Okay, Kollege, du bist 8, was hat dich so zerrissen?
Er hat aber eine Sache mega gut gemacht. Er hat verdichtet. Das heißt, er hat mit sehr wenig Worten sehr, sehr viel gesagt. Es gab dann eine zweite Übung in dem Workshop, wo es nicht darum ging, Vergleiche zu finden, sondern Perspektiven mal zu wechseln. Und ich habe die Aufgabe reingegeben, dass sie ein Märchen aus der Perspektive eines Nebencharakters neu schreiben sollen. Und dann meinte er so, Alter, wenn ich das machen muss, musst du es auch machen. Und weil ich ja Profi bin, habe ich gesagt, das geht wie gar kein Problem. Das Ding ist nur, ich mag keine Märchen. So, ich finde, die haben ein ganz komisches Bild von Liebe. Die haben ein ganz komisches Bild von Gut und Böse. Und die haben aber auch ein sehr merkwürdiges Frauenbild. So, ich weiß nicht, ob das schon mal jemandem aufgefallen ist, aber im Märchen ist so meistens das weibliche Böse. Und das ist so die Hexe oder die Stiefmutter. Und ganz spannend ist auch so, zum Beispiel bei Schneewittchen gibt es halt nur die Stiefmutter und keine andere Frau. Und dann kommt halt Schneewittchen nach und die Stiefmutter denkt so, scheiße, sie ist jung, sie ist schön, sie ist hübsch, was mache ich? Ich töte sie. Und ich denke so, in dem Märchen gibt es so viel alte, dumme Männer, warum nicht die zuerst? Ja, ist immer ganz spannend zu beobachten, wer an dieser Stelle lacht und wer nicht. Aber um dieses Phänomen, was Märchen noch viele in sich haben, habe ich einen Text geschrieben. Es geht um Schneewittchen und ich habe die Perspektive der Stiefmutter eingenommen und weil ich ein bisschen verkopfter Mensch bin, ist es die Perspektive der Stiefmutter aus dem Spiegel. Klingt sperrig, aber ihr schafft es. Jetzt wird es ein bisschen gruselig. In dem Wald deiner Angst, da bin ich der Wasserdampf, der sich in bodennaher Luftschicht sacht aus deiner Brust bricht. Ich wachse vor allem in den klaren Nächten, nährend an der Kälte, an deinen Schwächen, trübe ich die Sinne und steig weiter empor. Ich sitze so tief in dir drinne, wie keine zuvor. Und weißt du, was lächerlich ist? Ich wäre nichts ohne dich. Und trotzdem treibt es ein jene zu mir an diese Wand. Spieglein, Spieglein, wer ist die Schönste im Land? Denn ich verhülle, verschleiere die gesamte Atmosphäre und ertränke deine Weite in tausend Nebelmeere. Denn ich bin da, wo du bist. Ich gehe nicht weg, ich gehe mit. Ich bin der Schatten auf leisen Sohlen und verfolge jeden Schritt wachsend. Je nach Winkel, wenn die Sonne langsam sinkt, bin ich das Fundament deines Gipfels, an dem es bis zum Himmel stinkt. Und weißt du, was lächerlich ist? Ich wäre nichts ohne dich. Und trotzdem treibt es ein jene zu mir an diese Wand. Spieglein, Spieglein, wer ist die Klügste im Land? Denn du bist süchtig nach mir. Doch suchst nicht nach dir, projizierst alles auf mich und ich provoziere, treibe dich an deine Grenzen und darüber hinaus. Ich verlange, deine Schwestern zu töten und ruf die Brüder ins Haus, denn ich bin der Wahnsinn, den man dir zuschreibt. Zwischen zu viel und zu wenig bin ich das Maß der Unzumutbarkeit. Doch mein Gott, er habe dich selig, denn du wirst niemals für mich reichen. Du bist, was du isst. Nicht genug. Der Apfel bleibt deine Sünde und sie vergiftete das Blut. Und weißt du, was lächerlich ist? Du wärst nichts ohne mich. Und trotzdem treibt es ein jene heran. Spieglein, Spieglein, wer ist die Witzigste im Land? Denn du bist das Endprodukt davon, wie man dich in die Ecke trieb. Das Bild von mir an deiner Wand, wie ein jeder dich jetzt sieht. Und du tanzt diesen Tanz, legst die Sohle aufs Parkett. Wir schauen zu, wie du brennst und lächeln dabei noch nett. Denn das Böse sei nun besiegt, denkt man feierlich für sich. Doch ich hänge weiter an der Wand und warte nur auf das nächste Gesicht. Und weißt du, was lächerlich ist? In dem Wald meiner Angst, da bist du der Wasserdampf, der sich in bodennaher Luftschicht sacht aus meiner Brust bricht. Du wächst vor allem in den klaren Nächten, nährend an der Kälte, an meinen Schwächen, trübst du meine Sinne und steigst weiter empor. Du sitzt so tief in mir drinne, wie keine zuvor. Doch weißt du, was lächerlich ist? Du bist nichts ohne mich.
Publikum, meine Damen und Herren, es gibt immer so viel, was passiert im Hintergrund einer Veranstaltung und so viele Leute, die viel zu selten Applaus bekommen. Damit werde ich gleich zu einem Award überleiten, aber damit möchte ich auch nochmal zu diesem wunderbaren Menschen kommen, der die ganze Zeit für uns wunderbare Musik spielt, der das Ganze timet, der sich überlegt hat, wie und was wird er in welchem Moment für die Künstlerinnen hier als Auftrittsmusik spielen. Bitte rastet doch einmal aus, applaudiert für unseren wunderbaren DJ Martin Moritz! Es passiert, wie wir auch schon beim Heldin Award gesehen haben, so viel im Hintergrund. Wir haben den Heldin Award für die wunderbare Partnerschaft mit der Superbude vergeben. Das ist natürlich total wichtig. Wir brauchen einen Ort, wo wir schlafen können, wo wir rumhängen können, uns austauschen, wo wir diskutieren können, wo wir neue Ideen entwickeln können. Aber es passiert so viel mehr im Hintergrund dieser Szene. Jedes Jahr müssen Meisterschaften organisiert werden. 150 Poeten und Poetinnen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum müssen untergebracht werden. Es müssen Locations gefunden werden. Und das wäre nur ein Teil. Wer moderiert denn? Wie wird das Ganze ablaufen? Aber auch sehr wichtig, wie soll es mit dieser Szene weitergehen? Was war denn nach der MeToo-Debatte? Natürlich war auch die Poetry-Slam-Szene davon betroffen. Wie schaffen wir sichere Räume? Wie können wir das weiterentwickeln? Wie können wir junge Menschen motivieren, auch ans Mikro zu gehen und sich dort sicher gesehen und gehört zu fühlen? Was muss getan werden, damit diese Szene schöner wird, damit sie respektvoll bleibt, damit die ganze Zusammenarbeit funktioniert? Und deswegen möchten wir an dieser Stelle einen Szene-Award vergeben. Bitte begrüßen Sie mit einem tosenden, liebevollen Applaus unsere Laudatorin Anna Bartling. Wirksame Szenearbeit ist gezielt und tatkräftig und vor allem ist wirksame Szenearbeit Arbeit. Die Kampagne, die wir heute auszeichnen dürfen, hat die gesamte Slam-Szene zusammengetrommelt, hat Solidarität eingefordert, hat Haltung, aber auch Handeln eingefordert, hat dazu aufgefordert, aus der Ohnmacht herauszutreten und tatsächlich etwas zu tun. Ins Leben gerufen von den Slam-Alphas, die seit ihrer Gründung 2018 wichtige Präventionsarbeit leisten und sich gegen Machtmissbrauch und Übergriffe einsetzen, die es eben auch in der Slam-Szene gibt, hat die Safe Space-Kampagne in den Fällen geholfen, in denen Übergriffe bereits geschehen sind. Die Safe Space-Kampagne hat gezeigt, dass es sich lohnt, sich zu wehren und dass wir als Szene mit den Betroffenen stehen und nicht mit den mutmaßlichen Tätern. Die Safe Space-Kampagne ist deshalb so genial organisiert, weil sie so simpel ist, weil sie einen klar definierten Zweck hat, weil sie transparent kommuniziert wird und schnell verbreitet werden kann. Hilfe, die eben ankommt. Neben der direkten Hilfe, also der finanziellen Entlastung der Betroffenen, hatte die Kampagne aber eine enorme Signalwirkung für uns alle. Die Safe Space-Kampagne hat gezeigt, wir bleiben mutig. Wir, die diese Taten verurteilen, sind es, die in der Überzahl sind. Wir leisten Widerstand, wir geben Gegenwind. Dann hol dir doch den besten Anwalt dieser Stadt. Wir stehen geschlossen und halten euch stand. Wir werden nicht zum Schweigen gebracht. Wir haben Kräfte, die wir mobilisieren. Wir haben Leute, die wir engagieren. Wir kritisieren, protestieren, konfrontieren und werden Täterschutz nie tolerieren. Wir sind stärker, wenn wir uns zusammenschließen, aber dafür braucht es Menschen, die das organisieren. In ehrenamtlicher Arbeit, neben einem wilden Künstlerinnenleben, haben die Slam-Alphas viel Zeit, Mühe und Ressourcen in die Safe-Space-Kampagne gesteckt. Und um unseren Dank für diese Mühe Ausdruck zu verleihen, darf ich nun die Frau auf die Bühne bitten, die diesen Award im Namen der Slam-Alphas entgegennehmen wird. Schon seit vielen Jahren ist sie mir ein Vorbild. Ich bewundere ihre Kunst, ihre Haltung und ihre unerschütterliche Ausdauer, wenn es darum geht, die Poetry-Slam-Szene zu einem besseren Ort für uns alle zu machen. Bitte applaudiert sie auf diese Bühne. Hier ist Fee!
Vielen Dank. Guten Abend. Ich habe schon einige Preise als Künstlerin entgegennehmen dürfen, aber es bedeutet mir sehr viel, dass mit diesem Award auch meine ehrenamtliche Arbeit gesehen und honoriert wird. Und es bedeutet mir fast noch mehr, dass damit auch die sehr wichtige Arbeit des Vereins Slam Alphas ausgezeichnet wird und die Kampagne die Aufmerksamkeit und Ehrung erhält, die sie verdient hat. Ich bin natürlich nicht alleine für die Kampagne verantwortlich und erst recht nicht für ihren Erfolg. Deswegen möchte ich gerne noch einige Namen nennen. Ganz wichtig ist zu sagen, Carmen Wegge hat die Idee damals angestoßen und für uns die Voraussetzungen der Kampagne rechtlich geprüft. Dafür sind wir sehr dankbar. Ich möchte dem gesamten damaligen Vorstand der Alphas danken, allen voran Katharina Venti, Janea Hansen und Tabea Farnbacher, die ebenfalls unzählige Stunden an Arbeit in diese ehrenamtliche Arbeit gesteckt haben. Ich möchte natürlich dem jetzigen Vorstand danken, geführt von Morgane Prinz und Susanne Umscheid, die die Slam Alphas auf ein völlig neues Niveau nochmal gehoben haben und weiterhin daran arbeiten, dass diese Szene besser, sicherer und mutiger wird. Und nichts davon wäre möglich ohne den Mut, die Wut, das Durchhaltevermögen, die klaren und besonnenen Worte und die Stärke der Betroffenen. Und da bin ich auch persönlich sehr dankbar dafür. Ich habe über meine Arbeit an dieser Safe Space Kampagne eine sehr dunkle Seite der Szene kennengelernt, aber ich kann sagen, dass ich die Arbeit gerne gemacht habe und zwar aus Liebe zu dieser Szene und ich glaube, die Szene verdient es auch, dass wir sie gemeinsam besser machen. In die Safe Space Kampagne fließen immer noch Gelder und das ist gut so, denn es werden auch immer noch Gelder gebraucht, das ist immer noch aktuell. Gleichzeitig beobachten wir, dass mutmaßliche TäterInnen auch versuchen, UnterstützerInnen-Netzwerke mundtot zu machen, auch solidarische Personen vor Gericht zu bringen. Und die Gelder aus der Safe Space Kampagne sollen, können und dürfen dafür nicht verwendet werden. Deswegen wird in den nächsten Monaten eine weitere Kampagne, die Brave Space Kampagne, gelauncht werden. Und falls Sie in diesem frischen Jahr 2024 noch Geld übrig haben und einen guten Zweck suchen, dann sind beide Kampagnen, sowohl die Safe Space als auch die Brave Space Kampagne der Slam Alphas, ein Ort, an dem Ihr Geld gut aufgehoben ist. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen für diesen Award. Publikum. Ich glaube, das ist vielleicht ein schöner Moment, in dem wir all unsere Nominierten einmal auf die Bühne nochmal holen können. Mit all der Liebe, die sie jetzt in sich haben, mit all der Begeisterung für die Texte, die sie gehört haben. Es war vielseitig, es war poetisch, es war politisch, es war rasant, es war gereimt, es war prosaisch, es war alles dabei. Ich hoffe, auch Sie hatten einen fantastischen Abend mit diesen Künstlerinnen. Bitte begrüßen Sie doch noch einmal alle hier auf der Bühne. Vielleicht können wir in dieser Zeit ausrechnen, was passiert ist. Begrüßen Sie noch mal Florian Wintels, Julian Heu, Tommy Ramirez, David Friedrich, Dominik Maxim und Letizia. Es hieß, es gibt ein Ergebnis. Das ist fantastisch. So, Durchsage. Liebes Publikum, Sie haben gewertet und ich kann nur dazu sagen, ich bin Fan von all diesen Künstlerinnen seit Stunde 1. Ich habe die Arbeit verfolgt. Ich fiebere mit, wenn sie ans Mikrofon treten, wenn sie in den Meisterschaften auftreten. Und ich bin überzeugt von der hohen künstlerischen Qualität, die sie Tag ein, Tag aus in den Wettbewerben oder außerhalb der Wettbewerbe auftreten. Die Bühnen bringen. Wir werden nun ein Ergebnis eingeblendet bekommen, sofern denn nun alles funktioniert. Wir haben eine Siegerin, hochwertes Publikum, für den Publikumspreis. Holen Sie nach vorne die fantastische Paulina Behren.
Vielen, 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 vielen Dank an der Stelle. Ja, mein Herz klopft bis zum Kopf, das ist auch gut so, das tut es eigentlich immer, aber das ist der Nervosität gerade geschuldet. Und ich möchte eigentlich mich nur noch einmal ganz, ganz herzlich bedanken bei Kampf der Künste, bei allen Menschen, die dahinter stehen, die hier hinter der Bühne sind, auf der Bühne, bei euch, bei allen, die diesen Abend so besonders gemacht haben und auch immer wieder machen werden. Und zuletzt aber auch ja, bei all den Menschen, die hinter diesem Text stehen und die diesen Text eigentlich geformt haben. Und ich habe letztendlich, glaube ich, einfach nur noch das alles in Worte gefasst. Und ja, ein riesengroßes Dankeschön an all diese Menschen. Vielen, vielen Dank. Liebes Publikum, Sie haben wie bei einem Poetry Slam nach Geschmack gewertet, nach Gefühl, nach Intuition. Aber der Kampf der Künste Award möchte auch noch einen Jury Award überreichen. Und das ist deswegen wichtig, weil wir Künstler und Künstlerinnen nominiert haben, die wir selbst in ihrer Arbeit als wichtig, als prägend, in ihrer Vorbildfunktion als KünstlerInnen an den Mikrofonen sehen. Und deswegen haben wir eine Jury eingeladen, die wirklich, wirklich versucht hat, in aller Tiefe und in jedem Detail nochmal auszuloten, wer soll nun den großen Kampf der Künste Award, Jury Award bekommen, der mit 4.000 Euro nominiert ist. Das klingt erstmal wie viel Geld, aber wenn man überlegt, was eine Bahncard 100 kostet, die wichtig ist, damit man durch diese Republik reisen kann, um Gedichte oder Geschichten vorzutragen, dann merkt man, ja, es wird die Basis bilden. Es ist aber vor allem deswegen wichtig, weil es um Sichtbarkeit geht, liebes Publikum. Bitte begrüßen Sie unsere fantastische Jury, die sich den Kopf zerbrochen hat über Wochen, die LaudatorInnen auf der Bühne, Christine Brinkmann, Carsten Strack und Lisa Jaspers. Wir sagen es, wie es ist. Diese Person hat den Preis einfach verdient. Sie hat sich durchgesetzt bei einem starken, heute hier hörbaren Feld der Mitbewerberinnen. Diese Person ist künstlerisch vielseitig und zeichnet die Vielseitigkeit der Slam-Szene aus. Diese Person ist überall einsetzbar und mit langem Atem wird sie niemals aufgeben, Worte und Texte so zu formatieren, dass wir immer wieder staunend ergriffen sind, aber auch amüsiert und fasziniert. Diese Person hat von Jugendbeinen an wirklich alle Auswahlmannschaften des Poetry Slams durchlaufen. Sie ist angekommen, um zu bleiben in der Startelf. Unser Star auf dem Feld des heutigen Abends, Julian Heun. Er ist einer der erfolgreichsten und vielfältigsten Aktivisten der deutschsprachigen Poetry Slam Szene. Er ist einmal deutschsprachiger U20 Poetry Slam Meister geworden, zweimalig deutschsprachiger Teammeister und gleich dreimal Berliner Meister. Aber er ist ebenso Slam-Veranstalter, Buchautor, Radiomoderator, Workshopleiter, Comedian, Texter, macht Poetic Recording, legt als DJ auf und er ist unser Cheftrainer. Ja, wirklich. Seit vielen Jahren ist er mit äußerstem Einsatz der Coach des FK Interslam, der offiziellen Fußballmannschaft der deutschsprachigen Poetry Slam Szene. Er ist also unser Sepp Herberger, obwohl ihm wahrscheinlich eine Referenz zu Real Madrid lieber wäre. Er ist einfach unser Julian Heun. Bibi. Vor allem aber ist er ein fantastischer Mensch, Kollege und Freund. Kurzer Rückblick. Da ist dieser junge Typ mit Wuschelkopf und einem lyrisch-virtuosen gesellschaftskritischen Text übers Eis essen. Damit macht er nur ein Jahr nach Beginn seines Auftretens mal ebenso den größten Favoriten der Slam-Szene Konkurrenz. Ein Poetry-Slam-Shooting-Star ist geboren. Mit 19 schreibt er seinen Debütroman, der ein paar Jahre später erscheint und einen fassungslos macht. So viel Potenzial und ungestüme Wortgewalt kann man darin finden.
ein literarisches Nachwuchstalent. Und gefunden hat auch Julian etwas, Gleichgesinnte. Als er 2011 die deutschsprachigen Slam-Meisterschaften hier in Hamburg mit seinem Team nicht gewinnt, ist der Begründer des Poetry Slams, Mark Kelly Smith, so beeindruckt von seiner Performance, dass er ihn selbst nach Chicago einlädt. Das war eigentlich den Siegern vorbehalten. Transfer durch Teamplay sozusagen. Es soll nicht die einzige Einladung bleiben. Julian bereist im Namen der Poesie für das Goethe-Institut und vielzählige Literaturfestivals die ganze Welt. Er ist sowieso gerne unterwegs, aber er beobachtet auch die Menschen ganz in seiner Nähe, in seinem Kiez. Überhaupt Berlin, sein Heimatverein sozusagen. Hier ist Julian geboren und von hier rührt vielleicht auch ein Teil seiner Coolness. Zum Dank gründete er Lesebühnen in Techno-Clubs, lädt Menschen beim nächtlichen Blue Moon auf Radio Fritz zum Live-Vortrag ihrer literarischen Erzeugnisse ein, plaudert in Heunchens Eckkneipe und gründet einer der spektakulärsten Slam-Formate des Landes, den besten Slam der Welt, natürlich in einem Freibad. Denn Julian ist nicht nur gefragt, weil es kaum jemand so hinreißend vermag, Worte auseinanderzunehmen, sie neu zusammenzusetzen und in einen grandioser Lyrik zu füllen. Keiner kann so literarisch wertvoll sein Bachelorstudium beschimpfen. Niemand stellt so schön Fragen. Alle kennen das und fühlen sich gesehen. Und er sieht sie auch. Das Publikum, den Nachwuchs der Szene. Er geht hin, hört zu, spricht und teilt aus. Denn er ist nicht nur Cheftrainer einer Fußballmannschaft, er ist ein Wissender. Denn schließlich gilt bei ihm, jedes Zeitalter bekommt die Kunst, die es verdient. Ihr wollt einen wahren Künstler, einen Ästhet mit Charme und Witz, einen Teamgeist, der das Spiel macht. Wir geben euch Julian Heun. Lieber Julian, wir gratulieren und danken dir aus vollem Herzen für deinen immerwährenden Einsatz. Sich für dich zu entscheiden, ist einfach für alle gut. Und das haben wir gemacht. Dankeschön. Ja, das ist ein bisschen viel für mich. Also ich hatte mich nicht vorbereitet. Vielen, vielen Dank für diese vielen Jahre. Ich würde Ihnen gerne den Preis widmen, allen WorkshopleiterInnen, die Leute auf die Bühne treten und zwingen und mich auch damals in einem Park gezwungen haben, vor Leuten meinen Text zu machen mit dem Satz, Julian, du musst abgehärtet werden. Die Leute im Publikum gucken noch komischer. Und natürlich vielen Dank und für die Frau, die mir früher mal vorgelesen hat, weil ich sonst nicht gegessen habe, meine Mama. Hochverehrtes Publikum, Mesdames et Messieurs, Habibis und Habibtis, wir sind langsam gegen Ende der Veranstaltung. Ich möchte aber dennoch einige Worte sagen. Poetry Slam, künstlerisch und veranstaltungstechnisch auf ein solches Niveau zu heben, erfordert nicht nur Arbeit, es erfordert den unbedingten Glauben an diese Kunstform, dass es wichtig ist, dass wir in einer Zeit leben, in der es absolut unabdingbar ist, dass Menschen sich mit Sprache zu dieser Welt äußern, ganz egal ob humoristisch oder poetisch, in wie auch immer gearteter Form den Mut entwickeln, sich vor ein Publikum zu stellen, sich zu konfrontieren. Und diese Bühnen müssen bereitet werden. Es ist ein immenser Aufwand, eine Veranstaltung wie den Best of Slam Day hier in der Elbphilharmonie durchzuführen. Und das Ganze braucht natürlich auch immer Vorbilder. Wir haben Vorbilder gebraucht, damit wir uns auch solche Dinge trauen. Ja, die Elbphilharmonie, vielleicht können wir ein Stadion füllen oder wie Julian Heun ein riesiges Freibad. Vielleicht schaffen wir das, ja? Wie viele Menschen passen da rein? 4.000 Menschen kommen dahin. Es ist immens. Dieser Mut muss irgendwo
geschürt werden, ein Funke muss entzündet werden. Und deswegen möchte ich mich nochmal ganz persönlich bei zwei Menschen bedanken. Unsere Chefs von Kampf der Künste, lieber Jan-Oliver Lange, liebe Elisa Fischer, ihr bereitet uns Bühnen, von denen wir vor vielen Jahren nicht mal hätten träumen können. Als wir das erste Mal die Elbphilharmonie betreten haben, ist so wie heute ein einziger Gänsehaut-Nachmittag-Abend vorübergegangen. Wir haben diesen Raum betreten und gedacht, wow, 20 bis 30 Jahre Poetry Slam und jetzt die Elbphilharmonie. Menschen, die einem Award beiwohnen, den wir absolut als wichtig erachten. Lieber Jan-Oliver, liebe Elisa, liebes gesamtes Kampf der Künste-Team, das ist euer Applaus vom Publikum. Hochverehrtes Publikum, Sie waren fantastisch. Eine Szene wie die deutschsprachige Poetry Slam Szene kann sich kein schöneres Publikum wünschen. Möchtet ihr noch was sagen? Bitte, ihr habt Preise gewonnen, ihr habt so oft Mikrofonzeit, wie ihr möchtet heute natürlich. Ich nehme keins. Wir haben ganz, ganz viel applaudiert, ihr habt ganz, ganz viel geklatscht und... Aber. Einmal müssen wir, glaube ich, noch. Einmal müssen wir, und ich würde sagen, das ist der stärkste Applaus des Abends. Für der den Mann. Ja, für den Mann. Der ein kleines bisschen zu viel ist und deswegen genau richtig, glaube ich. Das ist deine Definition. Doch, ich finde ihn einfach äußerst charmant. Äußerst charmant. Er sieht besser aus, als eine Person jemals aussehen kann in einem Anzug. Ich weiß, er hasst es, wenn ich das sage. Er hat so galant durch den Abend moderiert und ein Bett hier gebaut auf die Bühne, das man sich nicht vorstellen kann. Und deswegen rasten wir doch mal völlig aus für den wunderbaren Moderator des heutigen Abends, für Ken Yamamoto! Hochverehrtes Publikum, es war eine große Ehre, durch diesen Abend zu führen, aber ich will einfach nicht den letzten Applaus des Abends haben, denn ich war nur der Mensch, der die Ehre hatte, durch den Abend zu führen. Sie müssen gleich den Raum verlassen, richtig? Ja. Richtig. Das ist ein guter Moment, an dem man zum Beispiel schon mal seine Sachen packen könnte und aufstehen. Richtig. Es bietet sich fast an, in diesem Moment gleichzeitig zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und Standing Ovations zu geben. Hochverehrtes Publikum, da Sie den Raum sowieso gleich verlassen müssen. Der letzte Applaus, eskalieren Sie nochmal für all unsere Nominierten des Abends. Es geht nicht nur um die PreisträgerInnen, es geht um alle, die sich trauen, ihr Wort am Mikrofon zu erheben. Klatschen Sie noch einmal für Letizia Wahl, Florian Wintels, Dominik Makri, Julian Heun, David Friedrich und Paulina Behrendt.